Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons. Herzlich willkommen zurück. Ich hatte eine kurze Pause. Entschuldigung. Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann... Hier ist nichts. Ja, viel Spaß mit dem Kleinen, Vesemir. Der hat ja auch hier alle erzogen. Der hat so eine, ne? Der mag so den Dad zu spielen, der Vesemir. Ist ja der Boss hier, ne? Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Vesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich hab eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Lambert, ey. Ihr wisst, ne? Wir haben den in der Stadt getroffen. Also, schwimmen wir über den Teich? Part. Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lass Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Ja, toll, wie du fischen gehst, Mann. Jetzt ergibt das Sinn. Das Boot ist wahrscheinlich auch geklaut. Und den Matrosen hat er gekillt. Alter. Wir sollten eigentlich nicht mit dem chillen, ey. Lambert. Boah, das war... Ich wollte nur gucken, ne? Wollte echt nur gucken. Boah, 700 Damage? Ne, das lag aber im Level, ne? Oh, komm, Armbrust raus. Bam. Noch mehr. Guter Schuss. Danke. Komm her. Boah, 1000. Noch mehr. Boah. Lambert? Kommst du mit Vesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Geralt? Geralt? Hübsch, hübsch. Steht sogar schief. Verdammt! Hab's genau hier verteut, ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel Junge Lambert, fang du nicht auch noch an damit. Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Jawohl. Nice, Lambert, du Idiot. Das ist dein Lager. Hier lagerst du deinen Shit ein Ohren. Zwei. Nein, wir nehmen das mal mit. Wenn er mich fragt, dann behalten wir das natürlich. So, was haben wir da? Er trug seine Leiche. Wer immer die verstümmelt hat. Ein Mensch war es nicht. Kannst du untersuchen, wie der verstümmelt wurde?
Nee. Scheint unwichtig zu sein. Oh, Lambert. Ich mach sie alle, du kannst warten. Hallo. Oh, warte, der Kreisel. Einen Moment. Jawohl. Ein Wasserrad. Das hat uns gerade noch gefehlt. Okay, so funktioniert der. Aua. Aua. Oh wow, wie soll man die Fähigkeit benutzen, wenn alles stirbt? Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben. Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Das beschäftigt dich immer, noch immer. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Spring ins Boot. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, so, aber ich nehme das Ruder. Weil? Ja, ja. Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Kein Problem. Wir gucken mal. Oh. Keine Ahnung, ob das gut war. Aber wir freuen uns trotzdem über den Loot. Das macht man so, ne, wenn man dumm ist. So, let's go. Adventure-Teil. Geralt? So, und jetzt? Was sollen wir machen? Einfach sitzen. Nice, es wird durch Magie betrieben. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Oder durch Wind? Irgendwas keine damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Also ich sehe schon eine Menge. Wir können halt nicht hochgucken. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Ja. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Guten Schneider. Okay, fast da. Das ist ein harter Choleriker, der macht gar nichts. Der wird das Stoff zerfetzen. Ne? So, dann werden wir. Für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen. Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Du bist zickiger als Jen. Du bist zickiger als Jen. Ha, jetzt fangen wir auch noch an, toxisch zu sein. Verlieb dich bloß nicht in mich. Auf geht's. Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Das war ein Geist. Das muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Oh mein Gott, klingt wie ein Mensch, gell? Wir tun, was du willst. Nee, wir helfen. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön. Alter, wir versuchen ein Held zu sein, ja? So. Hast bestimmt schon Katze genommen, ne, du Lappen? Deswegen hast du keinen Bock. Nee, Quatsch, ne? Das wär's, Alter. So.
So, ist das ein Hinterhalt? Nee. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Gut. Na schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. So, kommt her. Ja, das war eigentlich voll kacke. Das ist Reh, Alter. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Er sollte lieber über dich singen. Boah, wir sind toxisch, ey. Sicher, sicher. Wenn ein Menschenleben nimm nicht das erste. Das war toxisch. Ist Vorsicht besser als Nachsicht. Klar. Der edle weiße Wolf kümmert sich immer um die Notleidenden. Er ist mehr Heiliger als Hexer. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Also Lambert ist halt ein richtiger Teufel, verschwinden, ne? Wir von hier. Musst du mir deswegen nicht zweimal kränkt sagen. Das denen so ein Gutes zu tun. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. So. Geralt? Geralt? So, komm. Wärst du lieber Priester oder Mönch oder so geworden, ey. Hätt dir besser getan. Oh Gott, nicht das Ding, ey. Ja. Ja, so für den inneren Frieden, falls es jetzt keiner gecheckt hat, wieder. So. Jawohl. Mal Hexer töten. Das, ja, das ist nicht gut für ihn. Das ist was für Profis, ne? Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wese mir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Komm, beleidige ihn zurück. Du bist auch kein Leichtgewicht. Jawohl. Komm, gehen wir. Lambert, ey, du Fetti. Kleiner Vetter. So, ab geht's. Aber wir passen noch durch die Höhle, ey. Wand wirkt nicht sehr stabil. Komm, soll ich dich aufhelfen? Vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was? Hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Lol, Lambert. Dachte schon was. Oh, warte, Katze. Hör auf. Er sagt, hör auf. Oh nein, Lambert. So herumzutrampeln. Entspann dich. Wart mal ein bisschen, ja, so. Wart mal ein bisschen, ja, 23 Stunden. Ich meditiere kurz. Wenn du es checkst, kannst du auch meditieren. Aber ich warte nicht auf dich, ne? So, Lambert? 23 Stunden später, jawohl. Hast gewartet, ne? Alter Hund. So. Zack, Katze. Jawohl. Shit. Knochen. Pulverisiert. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Ja, wo ist der? Ich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Was? Hier lang, sagt er. Oh. Kann ich da hoch? Lambert, was sagst du? Ah. Schaffst du das auch? Nice. Wäre ja auch gelacht, wenn nicht, ne?
Das Ding ist jedoch, wir haben da eine Wand kaputt gemacht mit Art. Oh Mist, das war's schon mit Katze, ey. Das ist so kurz. Das ist so sinnlos, ne? Voll unnötig. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Wie siehst du das? Boah, was ist das? Was ist das? Ein Bär? Irgendwas Übergewichtiges? Was ist das? Lol. Das ist ein Mega-Riese. Hallo. Boah, Lambert. Ich komm auch so zurecht. Junge Lambert. Hast mich vermisst, Hurensohn? Jo, Lambert. Wir haben Schwalbe, ey. Wir tanken den. Easy. Wir hatten halt Schwalbe. Wir hätten sogar noch Gorgo absolut nehmen können. Machen wir mal im Nachhinein. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das wir nehmen mal nach dem Trank, also nach dem Kampf den Trank, ey. Voltaire, wer ist das? Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt ja, klar. Ich mich. Ja. Mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Jawohl. Noch eine Katze. Zack, ist Gorgo absolut das Falsche? Was haben wir hier drin? Nee, lol. Ach, egal. Das wollten wir gar nicht. Wir wollen Ekima absolut. Das andere ist Kacke. Mist. So. Kein Special Loot. Das kann nicht sein. No way. Niemals. Da, jetzt seh's. Die verarschen uns, ey. Der Bezwinger. Da noch. Wir gehen gleich. Holen noch das hier ab. Oh, Hexenjägerrüstung. Wir schauen mal nach. Es ist Mittel. Können wir nicht gebrauchen. Das hier. 2% Angriffskraft. Das ist sehr gut. Das ist wunderschön. Für später, ne? Boah, 13 davon. 14 davon. Hopp. Schafft er das? So, nach der Höhle so ein Döner, ne? Lambert? Was sagst du? Oh lol, ich glaube, wir kommen hier gar nicht aus. Herr Lambert. Doch, Alter. Das war aber schon hoch gerade. Wie macht er das? Wir blocken ihn. Lambert? Lambert? Nice. Der traut sich nicht, wenn wir gucken, ne? Schön wieder draußen zu sein.
Hm, es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Ich wäre lieber vorsichtig. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Okay. Von einem Bauernkind. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh ja, nehmen wir mit. Gib einen Punkt. Lambert, komm, hol du dir das auch ab. Machst dann mehr Schaden, ne? Altes Haus. Okay, dann halt nicht. So. Nee, hä, lol, gab keinen Punkt. Oh mein Gott. Betrayal. Hat der das jetzt aber nicht genommen? Jetzt? Hä, warum ging das eben nicht? Was haben wir falsch gemacht? Egal. So, wir haben 25 Punkte hier reingeskillt. Müssen von diesen 6, von diesen 10 Stück, müssen wir noch einen skillen, dann schalten wir die letzte Reihe frei. Die Frage ist nur was. Das hier, oder? Beim Eintritt in einen Kampf wird sofort ein Adrenalinpunkt hinzugefügt. Ja, das macht Sinn. Adrenalinpunkt, ne? Macht Sinn. Ja, komm, wir nehmen das dann sogar auch. Dann können wir immer diese Fähigkeit spammen. Jawohl, komm, zack. So, was können wir hier rausnehmen? Gar nichts, ne? Maximale Vergiftung. Ich glaube, wenn ich das rausnehme, sterben wir. Bin mir nicht sicher. Oder? Mal gucken. Nee. Wir lassen es trotzdem. Ist überlebenswichtig, das Ding. Wir können das ja mal testen, ne? Am besten jetzt. Er lacht schon. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Was denn? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. So, warte. Donner. Schwalbe. So. Wir überleben das, weil wir haben... Also... Ja, ne? Das Grüne links oben ist voll. Wir überleben das, weil wir haben diesen Punkt, ne? Ihr versteht, ne? Wenn wir den jetzt wegnehmen, dann ist das Grüne voll. Und wir leben immer noch, was eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Geil, das ist ein Bug. Das war ein Bug. Oder so. Egal. Warte, wir laden. Wir laden, weil wir cool sind. Die lange Suche nach Ciri. Oh, jetzt kommt das. Zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche. Zur Hexerfestung Kaer Morhen. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Ja. Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Ei. Ups, falsches Schwert. Warte, ist der nett? Der ist nett. Hexersöhn, ich gehe weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Wir wollen nur zum Kreis. Wir sind mal nett, Leute. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind ein Sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Wir verstehen schon, was die meinen. Genug. Ja. Aus dem Weg, Dummbeutel. Oder ich zermalme euch. Verstanden? Nein. Boah, Lambert, du wärst das fast tot. Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Dich, Alter, du warst das. Gell? Okay.
oder? Ich auch. Oh mein Gott. Warum? Komm. Ah ja, klar, ne? Macht nur Spaß. Ja, ich dachte, du bist vorne. Du bist hinten. Hab ich nicht gesehen. So. Jetzt sind's drei. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden, okay? Lass mich reden. Wir machen das ja mit du unseren diplomatischen genauso viel Fähigkeiten. Von Verhandeln wie die von Grammatik. Ja. Pass wir auf, wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexessen nicht hauen zurück. Nur Brabbelbrabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du. Hexer sind Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Ja. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Oha, kaputt hauen. Die Frage ist, dürfen wir das? Also, ja gut. Wir lassen sie mal da, ne? Wir lassen unsere Schwerter hier und holen sie später. Gut. Die Frage ist, was machen wir denn ohne? Und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir haben ja noch Reserveschwerter, aber ne? Ja. Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. So, Lambert, du vertraust mir, ne? Jetzt kommen irgendwelche Viecher und killen uns. Jawohl. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche genau, Monster. Ich wollte schon sagen. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Hol dich nachher bei Eskel aus. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Lol. Da jetzt schnauft plötzlich jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Nee, nur... Oh Mist, wir wollten mithören, also zuhören. Also ihr wolltet mithören. Und ich... Ach, egal. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Und das aus deinem Mund. Sogar dir ist's aufgefallen. Triggern den mal. Wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Okay. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Er fragt ihn halt, was er machen muss, obwohl er es schon weiß. Wie ging einfach das nur, nochmal? Weil er weiß, der Lambert Wasser, erklärt gerne. Dann Erde, dann Luft. Oder? So, Quest aktualisiert, die letzte Prüfung. Oh, wir nehmen das mal mit. Geil, Loot. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden?
Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Nützlich, aber gefährlich. Ja, Axi ist nützlich und gefährlich. Warum sagst du sowas? Es verleitet einem zum Missbrauch. Erzwinge einen niedrigeren Preis, lass einen arroganten Adligen Brackwasser trinken, bring jemandem Respekt bei. Dem kann man schwer widerstehen. Das stimmt, aber das Leben ist zu kurz. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Sicher, ne? Warst schwer verletzt, würde ich sagen. Sonst wärst du nicht hier. So, und unselig natürlich auch, ne? Da mussten wir alle durch. Da mussten wir alle durch. Das ist es ja. Nicht alle haben es geschafft. Viele Jungs starben hier. Gegen ihren Willen hergebracht. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Oh. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Eine Kartoffel. Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Aha. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Oh. Ich sage, fick dich, Schicksal. Du warst die Kartoffel. Nee, Spaß. Wusste ich nicht. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Ja, du wurdest entführt. Warte mal. Also aus dem Kontext haben wir jetzt genommen. Der Kerl wurde entführt und zu einem Hexer gemacht. Das von einem Hexer. Behindert. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Boah, Bruder. Wir sind geehrt. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Gut, zurück zur Festung. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr.